Beizhua. Beizhua ist eine chinesische Bezeichnung für einen vermeintlich gebildeten, aber sehr naiven Menschen aus dem Westen, der sich offensiv für Frieden, Gleichheit und gegen Rassismus einsetzt, dies aber nicht der Sache wegen tut, sondern schlicht um sein eigenes Gefühl der moralischen Überlegenheit zu befriedigen. Ein Beizhua kümmert sich grundsätzlich nur um Themen, bei denen im Westen gesellschaftlicher Applaus verdient werden kann, wie Einwanderung, Migration, LGBT, Umwelt, Klimawandel und klammert dabei geopolitische, historische und tiefere Zusammenhänge grundsätzlich aus. Dies geschieht meist aus Unwissenheit, oft aber auch aus Angst, den Weg der vermeintlichen politischen Korrektheit zu verlassen und damit auch den gesellschaftlichen Beifall für sein Gratis-Engagement zu verlieren. Zitat Ende. Peter Stani, Tweet vom 8. Juni 2020. Obiger Text beschreibt eine weit verbreitete Mentalität im Westen, die sich in Exzessen politischer Korrektheit austobt. Zurzeit werden ganze Völker und Berufsgruppen mit dem Rassismusvorwurf überzogen. Aktuelles Beispiel: Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagt den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Zitat, auch in Deutschland gibt es latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte, der durch Maßnahmen der inneren Führung erkannt und bekämpft werden muss. Zitat Ende. Aha, latent. Wer sich gegen diesen Vorwurf wehrt, beweist nur, dass er Rassist ist. Latent. Dieser Antirassismus ist selbst rassistisch. Er strebt nicht nach Aufklärung und Emanzipation, sondern nach Macht und Repression. So werden in Deutschland Jahrzehnte emanzipatorische Arbeit zunichte gemacht durch Zeitgeistneurosen und Dummheit. Deshalb setze ich naiv in diesem Falle in Anführungszeichen, denn was ist naiv, wenn Naivität rigoros instrumentalisiert wird? Und dies nicht nur von den politisch-medial Mächtigen, sondern von den Naiven selbst. Diese Naivität ist zynisch, also das Gegenteil von naiv. Das deutsche Kunstwort Gutmensch kommt wohl dem am nächsten, was im Chinesischen mit Beizhua gemeint ist. Beizhua hampeln an den Strippen der Antifa. Frau Esken ist, wie viele Zeitgeist-Tänzer, beides. Antifa und Puppet on a String. Wenn sie twittert, Zitat, 58 und Antifa. Selbstverständlich, Ausrufezeichen. Zitat Ende.